Hallo, herzlich willkommen zurück bei Emergency Dortmund 2020, der Mod für Emergency 4. Heute mit der Mission 5, Ackerbrand in Eichlinghofen. Eichlinghofen ist ein relativ ländlicher Stadtteil von Dortmund. Genau, gucken wir da einfach mal rein. Einsturz einer Autobahnbrücke nach Kollision eines Frachtschiffs mit Brückenpfeiler. Mehrere Fahrzeuge sind in den Fluss gestürzt. Außerdem ist auch heute wieder mit Komplettlösung. Das hier ist eine etwas im Vergleich zu den vorherigen Geschichten, sagen wir, eine etwas schwierigere Mission. In dem Sinne, als dass hier Sachwerte geschützt werden müssen. Heißt, der Brand darf sich nicht zu weit ausbreiten. Zum einen seht ihr, und ihr seht schon, dass ich relativ viel Feuerwehr alarmiere, ihr seht hier diesen Kollegen und den Trecker. Beides muss geschützt werden. Ja? Wenn einer von beiden Schaden nimmt, ist relativ schnell die Mission vorbei, im Sinne von, sie ist außer Kontrolle geraten und damit verloren. Ja? Das heißt, was wir tun, ist erstmal sowohl den Farmer beschützen, als auch den Rest. So, den Trecker schleppen wir gleich einmal ab. Und jetzt ist es außerdem wichtig, dass wir in die andere Richtung einen Riegel ziehen. Ja, das machen wir, indem wir fix kühlen. Nächste Geschichte, was ebenfalls nicht anbrennen darf, sind diese Geschichten hier. Dieser Baum, diese Bäume, ja. Und was auch nicht abfackeln darf, sind diese Bäume, ja. Die gehen hier tatsächlich unter zu viel der Sachwerte, ja. Außerdem darf nicht abfackeln dieses Stück Wald hier und die Scheune. Ja. Es ist tatsächlich möglich, wenn man nicht schnell genug ist und den Überblick noch nicht hat, diese Mission zu vergeigen. Ja. Man muss tatsächlich schalten, worauf es ankommt. Sich einen Überblick verschaffen und sehen, dass hier Gefahr für Sachwerte und ein Menschenleben besteht. Und diese Werte dementsprechend schützen. So, jetzt habe ich hier gesehen, dass der GKW die Hitze nicht so gut abkann. Gehen wir mal in Sicherheit. So, und hier haben wir die jungen Brandstifter. Ich hatte mir ursprünglich eine Story ausgedacht, dass sie ein bisschen Lagerfeuer gebaut haben im Mondfeld. Dass das wohl nicht so wirklich die Idee war. Also, so eine kleine Brandschutzerziehungsstory. Brandschutzerziehungsstory. Für die beiden holen wir jetzt mal die Polizei her. Ja. Und auch das hier ist tatsächlich Aufgabe. Finden Fahrten wie die Brandstifter. Entsprechend Opfer sind zu vermeiden und natürlich löschen. Ja, ganz klar. Ehrlich gesagt ist mir der Baum da doch ein bisschen zu nah dran, deswegen schaue ich jetzt, dass ich den doch nochmal ein bisschen fixer ablösche.
Ja, ihr seht, ich habe ja das Schlauchkupplungsskript benutzt. Ja. Wenn die Schlauchlänge nicht reicht, ja, das ist immer eine Möglichkeit. Entsprechend geklärt worden. Sacken wir mal eben die beiden Dings ein, die ein bisschen gezündelt haben. Das sind auch keine Verbrecher, ja, die wehren sich auch nicht. Die sollen entsprechend einfach nur eingesackt werden. Ihr seht, die Missionszeit ist gerade 6 Minuten, ja, also eine relativ kurze Mission. Sage ich mal, wenn man sie richtig schnell und entschlossen angeht. Ansonsten ist sie auch mal schnell verloren, ja. Gebraucht habe ich hier, das sieht man, 1, 2, 3, 4 HLFs, ja. 4 HLFs und einen Rüstwagen oder GKW, Gurkenkraftwagen fürs Schnibbeln, ja. Wenn man weiß wie, reicht's. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Tschüss.